Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit dem Motto Hashtag bleibt heiß, wir lernen was über den Kreis. Ja, heute machen wir so ein bisschen dies, das, wisst ihr, so über Kreisringe. Ihr müsst euch halt vorstellen, ihr habt so einmal so einen Kreis in der Mitte und drumherum ist nochmal so ein Kreis, also könnt ihr hier sehen. Und wir würden jetzt gerne einfach nur diese Fläche zwischen diesen beiden Kreisen berechnen. Und wir schauen uns das jetzt einmal an, wie das Ganze funktioniert. Erstmal, was solltet ihr dafür können? Natürlich, wie man den Flächeninhalt eines Kreises berechnet, denn hier geht es um die Fläche. Der ein oder andere könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, okay, wieso berechnen wir nicht am Anfang den Flächeninhalt des großen Kreises, dann von dem kleinen Kreis, die subtrahieren wir voneinander und das, was übrig bleibt, ist logischerweise diese Fläche. Ja, das können wir gerne machen. Also, Flächeninhalt eines Kreises ist nichts anderes als Pi mal R Quadrat. Aber am Anfang berechnen wir ja den Flächeninhalt von dem großen Kreis, also das von R2. Deshalb schreiben wir einfach R2 als Index. So, dann haben wir Pi mal R2 zum Quadrat. Und dann berechnen wir den Flächeninhalt von dem ersten Kreis, also von R1. Da haben wir genau dasselbe, also Pi mal R1 zum Quadrat. Und dann haben wir gesagt, subtrahieren wir das Ganze. Großer Kreis minus kleiner Kreis und schon kommen wir auf das Ergebnis. Ja, das ist im Prinzip die Formel. Wir können das Ganze aber noch ein bisschen vereinfachen. Denn wir sehen, hier haben wir Pi und hier haben wir Pi auch. Das bedeutet, wir können Pi ausklammern und hätten A ist gleich Pi mal R2 zum Quadrat minus R1 zum Quadrat. Easy going. Das ist unsere Formel, meine Freunde, und damit rechnen wir jetzt. Schauen wir uns mal dazu eine Beispielsaufgabe an. So, wir haben R2 ist gleich 5 cm und R1 ist gleich 2 cm. Was machen wir? Wir schreiben die Formel auf. Also, die Fläche ist nichts anderes als Pi mal R2 zum Quadrat minus R1 zum Quadrat. So, was wir jetzt machen, ist das Ganze einzusetzen. Also, Pi könnt ihr so aufschreiben oder 3,14, aber dann ist hier halt gerundet, ne? Aber da wir Pi ganz aufschreiben, können wir es alles gleich lassen. Dann haben wir hier R2 ist 5 cm, das Ganze zum Quadrat minus R1 sind die 2 cm zum Quadrat. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist das Ganze im Taschenrechner im Prinzip einzutippen. Und rauskommen würde jetzt ein ungefähr, hier kommt jetzt ein ungefähr, weil Pi hat unendlich viele Nachkommastellen, deshalb können wir das Ganze nicht komplett eintippen, aber so ungefähr würde 65,94 Quadratzentimeter kommen. Und immer auf das Quadrat achten, denn es handelt sich hier um eine Fläche und schon haben wir das Ganze easy ausgerechnet. Jetzt wisst ihr also, was ihr macht, wenn euch die Angaben so auf den Teller gelegt sind, auf den Goldteller. Aber was macht ihr, wenn ihr Textaufgabe habt? Schauen wir uns dazu einmal kurz an. Ein Wasserteich hat einen Durchmesser von 6 Meter. Um den Teich herum ist ein 2 Meter breiter Weg. Berechnet die Gesamtfläche des Wegs. Erstmal versuchen wir uns das bildlich vorzustellen. Also wir haben einen Teich hier und der hat einen Durchmesser von 6 Meter. Das bedeutet, er hätte einen Radius von 3 Meter, weil ein Radius ist halb so groß wie der Durchmesser. Bisher ist klar. Dann steht da, drumherum ist ein 2 Meter breiter Weg. So, hier haben wir einen 2 Meter breit. Ich bin übrigens auch 2 Meter breit, Kappa. So, hier haben wir also den Weg. Und wir sollen jetzt die Gesamtfläche dieses Wegs hier berechnen. Aber meine Freunde, wir haben hier jetzt kein R1 bzw. R2. Also R1 haben wir ja. Wir können jetzt die Angaben aufschreiben. R1 haben wir gesagt, ist diese 3 Meter. R1 ist immer das Kleinere, also das hier. Aber R2 ist ja nicht angegeben. Da steht ja nicht, wie groß das insgesamt ist. Aber Leute, ganz ehrlich, es ist doch ziemlich offensichtlich, denn R2 wäre nichts anderes als R1 plus diese 2 Meter. Also R2 wäre im Prinzip der Radius des Teichs plus diese 2 Meter Breite des Wegs. Also das hier wäre R2, also 3 Meter plus 2 Meter wären 5 Meter. Das wäre im Prinzip dann R2. Das schreiben wir auf. R2 ist gleich 5 Meter. So. Und wir sollen jetzt die Fläche berechnen, das heißt, wir nehmen unsere Formel. A ist gleich Pi mal R2 zum Quadrat minus R1 zum Quadrat. Und das setzen wir jetzt einmal kurz ein. Also, wir hätten A ist gleich Pi
mal R2 ist 5 zum Quadrat minus 3 zum Quadrat. Das können wir im Taschenrechner eintippen. Und rauskommen würde so ungefähr 50,24 Meter zum Quadrat. Das wäre also die Breite, die Gesamtfläche von dem Weg. Und auch hier muss ich euch darauf hinweisen, Leute, vergesst nicht das Quadrat. Das ist wichtig. Wenn es sich um eine Fläche handelt, dann haben wir hier ein Quadrat. Schreibt dazu auch noch einen Antwortsatz, wäre ganz schön baba. Und ja, das war's in diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist für mich das Wichtigste. Falls ihr Mathe oder Physik Nachhilfe braucht, ich gebe Online-Nachhilfe, geht dazu auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Und joint auch gerne meinen Discord-Server, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.